Einen schönen guten Tag, liebe Eisbären-Fans. Herzlich willkommen zu unserem letzten Video von unserer Finnland-Reise. 7 Eisbären-Talente waren im westfinnischen Rauma unterwegs, haben eine Woche dort trainiert und wir haben sie begleitet. Nach den sportlichen Videos wollen wir doch jetzt uns mal so ein bisschen der Stadt Rauma widmen. Und am Rande dieser Aufnahmen haben wir die Raumanesen oder wie sie auch immer heißen, gefragt, ob sie denn die Eisbären Berlin kennen. Die Ergebnisse seht ihr jetzt. Do you know Eisbären Berlin? No. No? No, I'm sorry. Oh, yes. Yes, that ice hockey team. I don't have ever heard about that. No. No? Our question is, have you ever heard of Eisbären Berlin? Yeah, I have. Okay, so how do you know Eisbären Berlin? From Champions Hockey League. Ja, das war natürlich etwas ernüchternd für unsere Eisbären. Vielleicht sollten wir in der Champions Hockey League das eine oder andere Spiel gewinnen. Vor allem natürlich gegen den finnischen Topclub von Saipa Lappeenranta. Denn dann merken sich die Finnen vielleicht auch den Namen des DEL-Rekordmeisters. Kennen die Finnen denn den Namen des Torhüters vom DEL-Rekordmeister? Das war unsere nächste Frage. Do you know Petri Vehan? I've heard of that. Yes? It's my friend's uncle. Yo, Roma. Yes, yes, I know yes? Petri Vehan, yes. Okay, because he plays for Eisbären Berlin. Okay, okay. He's a good goalkeeper. Thank you. You have a good goalkeeper now in your team. I should know. You should know him. He's the goalkeeper of Lukko or something, I don't know. He used to be a goalkeeper of Lukko, but now he's the goalkeeper in Berlin. Oh! Eisbären Berlin. Yeah, I know. But you know him. I know him because my friend is relative to him. Yeah, very, very good. So, what do you think, why is Petri Vehan such a good guy, such a good goalie? I don't know, he's just always so good and clever and very calm. Do you know Petri Vehan? Yeah. Oh. Yeah. Yeah? Yeah? Yes. Finnish hockey goalkeeper. Yes, of course. What do you think of him? He's very, very famous in Rauma town. Yes, he's a very, very clever ice hockey player. Klarer Punktsieg für Petri Vehan gegen die Eisbären Berlin. Da hat er den Heimvorteil in seiner Heimatstadt Rauma richtig ausgenutzt. Aber eine Überraschung war es ja nicht wirklich. Eins war aber tatsächlich eine Überraschung, nämlich die Qualität des Softeises auf dem Marktplatz von Rauma. Wenn ihr euch in den Ferien mal dorthin verirrt, dann solltet ihr dort auf alle Fälle ein Softeis essen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Miterleben unserer kurzen Finnlandreise und tschüss. Do you think he should be coming back to Rauma and play for Lukko, or you think he should stay in Berlin? No, I don't know. He can do what he wants. Do you think he should be coming back to Rauma after he's played in Berlin? I hope so. It will be great.